Alternantera reinecki mini ist auch bekannt als Mini-Papageienblatt. Diese tolle kleine Pflanze überzeugt als Farbtupfer mit ihrer hellgrünen bis intensiv dunkelroten Farbe in jedem Aquarium. Dieses Papageienblatt ist eine der wenig wirklich kleinbleibenden rotblättrigen Stängelpflanzen, die sich auch für den Vordergrund im Aquarium eignen. Mit ihrer geringen Wuchshöhe von 5 bis 30 cm eignet sich diese Stängelpflanze für den Vordergrund wie auch für den Mittelgrund. Geliefert bekommt ihr diese Pflanze als In-vitro-Version. Das bedeutet, keine Algen, keine Schnecken und keine anderen schädlichen Stoffe. Nur die Pflanze und mehr nicht. Unter starkem Licht und bei guter Versorgung mit Nährstoffen und CO2 zeigt das Mini-Papageienblatt eine intensiv rote, lilane Farbe und wächst recht schnell. Ein regelmäßiger Rückschnitt hält die Büsche schön kompakt und niedrig. Im Vordergrund muss man öfter zurückschneiden, im Mittelgrund kann man die Aquariumpflanze auch mal etwas höher nach oben wachsen lassen. Das Stutzen verträgt diese Alternantera sehr gut. Die abgeschnittenen Triebe lassen sich für neue Pflanzen einfach in den Boden stecken. Das Papageienblatt verträgt einen pH-Wert von 5 bis 7, eine Carbonathärte von 0 bis 14 und eine Gesamthärte von 0 bis 30 Grad. CO2 sollte auf keinen Fall fehlen.